Wenn auch du eine Hornhautverkrümmung hast und wissen möchtest, ob man mit Augentraining auch diese Sehschwäche schnell verbessern kann, dann bleib unbedingt dran. Ich möchte dir genau das in diesem Video hier verraten. Das Phänomen bei einer Hornhautverkrümmung ist folgendes. Du kannst in jeder Entfernung einigermaßen gut bzw. einigermaßen schlecht scharf sehen. Also es ist überall, sowohl in der Ferne als auch in dem Nahbereich, ja nicht hundertprozentig scharf. Dazu blende ich dir hier nochmal ein Bild ein. Den sogenannten Astigmatismus-Test, zu Deutsch einfach Hornhautverkrümmungstest. Und mit diesem Test kannst du ganz einfach herausfinden, ob du eine Sehschwäche hast. Indem du einfach mal deinen Kopf ein bisschen neigst, siehst du, ob diese Striche gleich bleiben oder ob es da ein paar Striche gibt, die mitwandern. Ja? Du kannst da auch gerne mal das Video pausieren und gucken, ob sich diese Striche bewegen. Weil dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass das nicht animiert ist, ja? Sondern dass wirklich du eine Hornhautverkrümmung hast. Und diese Hornhautverkrümmung lässt sich super einfach trainieren. Dazu brauchen wir nur unseren Daumen und den bewegen wir langsam auf unsere Nasenspitze zu. Ungefähr in diesem Bereich, so ungefähr 2 bis 3 Finger Abstand vor unserem Auge. Und wir bewegen uns jetzt langsam in eine Achse, beispielsweise von mir aus jetzt nach rechts, ja, von dir aus dann nach links und genau nochmal in die andere Richtung. Und wir halten wieder im Mittelpunkt an. Gehen wieder nach oben und wieder nach unten. Und das Ganze kannst du theoretisch nochmal auf allen schrägen Achsen genauso mitmachen. Und du wirst merken, in gewissen Bereichen hast du ein paar Verspannungen im Auge. Beispielsweise jetzt in dieser Achse, ja, merkst du einfach, wenn du da deine Augen bewegst, dass dort ein paar, ja, Zwicken ist und du einfach merkst, dass dort Anspannungen im Auge sich befinden. Ja? Wenn du das jetzt ein paar Mal gemacht hast, das kannst du gerne auch mal kurz pausieren, das Video, und einfach mal wiederholen, ja, dass du wirklich versuchst, deine Sehkraft Stück für Stück zu verbessern, ja, und danach gehst du wieder auf den Astigmatismus-Test, den blende ich dir jetzt hier auch nochmal ein. Dort kannst du überprüfen, ob sich deine Sehschwäche schon verbessert hat, denn eine Hornhautverkrümmung lässt sich tatsächlich sehr, sehr schnell und einfach verbessern. Und wenn du jetzt schon positive Verbesserungen spürst und einfach merkst, dass diese Striche vielleicht ein bisschen weniger geworden sind, vielleicht sogar schon komplett verschwunden sind, dann würde ich dich sehr gerne zu meinem kostenlosen Workshop einladen. Dort zeige ich dir nochmal konkrete Tipps und Übungen. Ich gebe dir nochmal einen richtigen Schritt-für-Schritt-Leitfaden mit an die Hand, wie du deine Sehschwäche schnell und effektiv verbessern kannst. Deswegen unterhalb des Videos kannst du dich dort gerne einmal anmelden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dort wiedersehe, wenn du mit mir gemeinsam deine Sehschwäche verbessern möchtest.